Yes. Es ist schon lange, lange her im Lande Israel. Da warteten die Leute sehr auf den Immanuel. Komm, komm, auch zu mir, Heiland, ich öffne dir die Tür. Und Hanna, eine alte Frau, die stets im Tempel saß. Sie lobte Gott und freute sich, als sie das Kindlein sah. Komm, komm, auch zu mir, heil und ich öffne dir die Tür. So wollen wir in dieser Zeit ganz stille, stille sein und öffnen unsere Herzen weit, dann kehrt er bei uns ein. Komm, komm, auch zu mir, heil und ich öffne dir die Tür. Kinder aufgeregt sind, so ist jeder Erwachsene auch aufgeregt. Das ist so. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Das ist aus dem Andachtsbuch von Richard Wurmbrand. Der Mann saß Jahrzehnte im Gefängnis und wurde gefoltert. Und er saß jahrelang in Einzelhaft und hat gesagt: Herr, entweder ich verliere den Verstand oder aber ich predige meiner Gemeinde. Und dieser Mann predigte in seiner Gemeinde. Und aus diesen Predigten, die er aus dem Gedächtnis dann niederschrieb, sind einige hier in diesen Andachtsbüchern wiedergegeben. In Kambodscha fand in einer Kirche eine Gebetsversammlung statt. Da umstellten kommunistische Soldaten das Gebäude und einige traten ein. Sie nahmen die Bilder von Christus von den Wänden, legten sie auf die Türschwelle und befahlen: Jeder, der hinausgeht, spuckt auf das Bild und verleugnet Jesus. Wer es nicht tut, wird erschossen. Was hätten Sie getan? Einige hatten Entschuldigungen bereit. Einer hatte eine geliebte Braut, die er bald heiraten sollte. Ein anderer musste sich um einen betagten Vater kümmern. Auf einen dritten warteten zu Hause kleine Kinder. Sie wussten, dass Jesus voller Vergebung und Verständnis ist. Er weiß, dass diese Leute unter drohendem Zwang handelten. Also spuckten sie und retteten damit ihr Leben. Dann kam ein 16-jähriges Mädchen an die Reihe. Sie entschuldigte sich nicht. Die Gewehre waren auf sie gerichtet und sie konnte wählen zwischen sterben oder das Bild Jesu bespucken. Sie kniete nieder, küsste das Bild, wischte die Spucke der anderen hinweg. Sie liebte Jesus. Tod brach sie über dem Bild ihres Bräutigams zusammen. Seelen wie dieses Mädchen und das Lächeln der Menschen und das Lächeln der Menschheit. Nein, Seelen wie dieses Mädchen sind das Lächeln der Menschheit. Jesus nennt sie selbst Blume zu Saron, Rose im Tal. Er erwartet, dass seine Kinder Herzen haben, die so rein sind wie die Lilien. Er wertet solche Reinheit hoch. Herden gesunder und schöner Schafe kommen aus der richtigen Zucht.
Einem Hirten sagt der Herr: Weide meine Lämmer. Wir wollen unsere Jugend solch herrliche Beispiele der Liebe bis in den Tod vor Augen halten.